Jürgen Bauer Porträt. Was für ein Buch. Im Herzstück eine plastische, mitreißende Schilderung schwulen Lebens in Wien der 70er und 80er Jahre. Dabei ein großer Roman, ein Perspektivenroman, um genauer zu sein. Es geht um Georg, einen schwulen Juristen, der es in einem Ministerium sehr weit, fast bis zum Sektionschef, gebracht hat. Er selbst freilich kommt im ganzen Roman nicht zu Wort. Es sind die drei wichtigsten Menschen seines Lebens, die über ihn sprechen. Zunächst Mariedl, seine Mutter. Eine steinalte Bäuerin, völlig gefangen in den Ansichten ihrer Generation, ihres ländlichen Umfelds, des Katholizismus. Eine harte Frau. Allein musste sie ihre beiden Söhne erziehen, einen Hof bewirtschaften, der eigentlich viel zu groß für sie war. Aber Mariedl hat immer gerne zugepackt und vieles geschafft. Man ahnt freilich, dass sie ihrem Georg zuweilen die Kindheit zur Hölle gemacht hat. Sie ereifert sich darüber, warum er sich dann vor ihr so distanziert. Ein Schnösel, was Besseres geworden in der Stadt. Er wirft ihr sogar vor, sie habe ihn misshandelt, wo sie ihn doch nur regelmäßig geschlagen hat. Und es gab doch Gründe. Manipulativ, wie alle Mütter, schafft es aber Mariedl, uns beim Erzählen für sie einzunehmen. Auf einmal ertappt man sich, dass man sie versteht irgendwie. Ja, auf einmal mag man sie sogar zuweilen. Ein unbehagliches Gefühl. Und doch mag man auf jeden Fall ihre Erzählung. Ganz abrupt kommt dann das zweite große Kapitel, in dem Gabriel über Georg erzählt. Gabriel ist Georgs Lover, fast 20 Jahre jünger, kommt mit 17 am Südbahnhof an, fest entschlossen, die Stadt zu seiner zu machen. Schnurstracks geht's auf den Naschmarkt in eine öffentliche Toilette. Dort will er endlich sein enthemmtes, schwules Leben führen, von dem er eine Jugend geträumt hat. Und die hat er. Es ist viel Stricherei in seinem Leben, aber er und Georg bleiben auch immer irgendwie aneinander kleben. Und was er alles erlebt hat, vom Bal Paris über die ganzen Szenelokale, öffentliche Toiletten, die ganzen Zirkel, in denen man sich damals noch versteckt traf, all das schildert er in einer überbordenden, atemlosen, absatzlosen Sprechweise, die einen mitreißt, die einen denkt, wow, das muss ja das Zentrum der Welt gewesen sein. Zum Abschluss kommt Sarah. Georg hat nämlich auch geheiratet. Eine Frau vorweisen zu können, wenn man im Ministerium arbeitet, ist immer opportun. Und so eine Scheinehe war es dann eben auch für Georg. Wobei eine Scheinehe besonderer Art. Es gab Arrangements. Und Sarah ist ganz anders als die beiden vor ihr, als Personen vor ihr im Erzählen. Sie kommt aus einem besseren Haus, ist eine gestrandete Opernfrau und erzählt es mit einer Ironie und einer Distanziertheit, die das Ganze noch einmal in einer sehr amüsanten Weise mit neuen Aspekten versieht, aber vor allen Dingen auch zusammenfasst. Und so ist Porträt von Jürgen Bauer eine großartige Zertrümmerung dreier I Eckpfeiler schwuler Identifikation, Mutter, Lover, Opa. Kein Stein bleibt auf dem anderen und in den Ruinen erblüht ein neues Leben. Jürgen Bauer schafft es, vier Menschen, die, von denen keiner auch nur im Ansatz ein echter Sympathieträger ist, zu Menschen zu machen, die man kennenlernen will, die man mag, die von einem Leben berichten, wo man denkt, wow, alle Achtung. Jürgen Bauer, Porträt, das Buch über schwules Leben in Wien.